Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, welches wir seit Patch 9.15 erhalten können. Und zwar haben wir da einmal die Stiefel des Schleimomaten-Lehrlings. Und diese kriegen wir aus der Berufungskiste der Necrolords raus. Es gibt ja seit 9.15 insgesamt 4 neue Toys. Aus jeder Berufungskiste gibt es 2 hatte ich euch schon vorgestellt, das ist jetzt das 3. von denen. Und dieses ist aus der Necrolord-Kiste. Die Berufungsquest bekommt ihr bei eurem Covenant in der Covenant-Zentrale und da gibt es jeden Tag eine neue. Bis zu 3 könnt ihr quasi poolen. Ich habe jetzt hier gerade 2 von den Nightfee. Unseres kriegen wir halt jetzt hier, wie gesagt, von den Necrolords raus, unabhängig bei welchem Covenant ihr seid. Also ich bin selber bei den Nightfee mit dem Char und habe das aus der Madraxxus-Berufungsquest rausbekommen. Der einzige Nachteil an der Geschichte ist, ihr könnt es mit dem Char farmen und lernen, aber ihr könnt es nur einsetzen mit einem Char, der, wenn dann bei den Necrolords ist, oder bei den Necrolords auf Stufe 80 ist und dementsprechend dann weitergeswitcht ist zu einem anderen Covenant. Also mit meinem Main zum Beispiel habe ich alle Covenants auf Max, bin ich auch bei den Nightfee, da könnte ich das Ding zum Beispiel benutzen. So, Dropshaws wird aktuell auf WoW Head noch genannt, so 0,4 in der epischen Kiste, 1% in der blauen Necrolord-Berufungskiste. Die Daten kann man aber nicht so ganz ernst nehmen, denn diese Berufungskisten gab es ja vor 9.15 schon und dementsprechend konnte man da das Teuer nicht kriegen, heißt die Chancen werden ein bisschen höher liegen, ich vermute irgendwas zwischen 5 und 10% für dieses Toy. Ich würde sagen, wir lernen das einmal und schauen uns das dann auch einmal an. Also wir haben hier die Stiefel. So, Stiefel des Schleimomaten-Lehrlings. Und wenn wir die einsetzen, dann haben wir 3 Minuten lang eine Schleimspur, die hinter uns hergezogen wird. Ach, ich schau mal an, ich kann das mit dem trotzdem einsetzen. Wahrscheinlich, weil ich mit dem Main bei den Necrolords schon auf Max bin. Ich dachte, jetzt muss man mit dem Char quasi auf der maximalen Stufe sein. Ja, sieht ganz nett aus hier im Oribos auf dem Boden. Geht es jetzt so ein bisschen unter, müsste man vielleicht noch mal auf einem anderen Untergrund gucken, aber ist eine nette Geschichte, dass man so einen Schleim hinterherzieht. 3 Minuten hält das Ganze und hat eine Abklingzeit von 5 Minuten, also ihr könnt es nicht die ganze Zeit durchbenutzen, aber ist ein nettes Toy und auch also mit nicht sonderlich viel Aufwand verbunden, das zu farmen. Gut, das war es eigentlich schon mit dem kleinen Toy Guide. Das letzte aus Ravendrest werde ich dann euch auch noch zeigen, sobald ich es kriege, da habe ich bis jetzt leider noch kein Glück gehabt. Ich verabschiede mich an der Stelle, euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao.